Der Schweiz und Polen 0:0 steht. Erster Freistoß von Geraldine Reuteler, der wird gleich gefährlich und das ist die beste Möglichkeit der Schweizerinnen. Allerdings dann Offensivfoul in ihrem Spiel begünstigt durch den einen oder anderen Mentor. Derweil Julia Stierli die Position von Luana Bühler in der Innenverteidigung 1:1 übernommen hat. 80 Platz, jetzt ist auch Platz dafür Alicia Lehmann, das Zuspiel ein bisschen steil. Alicia Lehmann, 24 Jahre jung, wieder zurück, wenn alles rundherum passt. Hier mit einem 70. Länderspiel hat schon 52 Tore erzielen können. Reihe. Beispiel Alicia Lehmann. Diesmal war es des Guten zu viel im Zweikampf mit Tanja Pawolek. Das letzte am Ball. Das zumindest sagt der Assistent an der Seitenlinie. Einwurf also für Polen. Mit Alicia Lehmann, das fällt auf, ist ein bisschen Härte reingekommen. Die Schweizerinnen bereits wieder im Angriff mit Alicia Lehmann. Zenogorcevic. Lehmann, am Ende, wie reagieren die Schweizerinnen darauf? Lehmann tut dem Spiel gut. Jetzt der Konter. Lehmann fällt auf der anderen Seite. Aufregt über einen Schiedsrichterentscheid. Aber es gibt Einwurf für die Schweiz. Obwohl der erste Tor also unter Inka Grings. Lia Welti natürlich immer die Taktgeberin im Mittelfeld, sie nach wie vor unverzichtbar. Kein Foul von Aykbogun. Lehmann. Oh. Belastung der vielen Einheiten dann auch nicht stand. So, Lehmann noch eine Flanke. Riesen. Bringt diesen Ball nicht. Sie muss eine Mannschaft finden, in der in die kommenden Tage, Wochen und Monate, die dann ihren Höhepunkt finden werden in den WM-Partien gegen die Philippinen, Norwegen und Neuseeland. Ein 1:1 also zum Abschluss des Trainingslagers in Marbella. Es ist aber noch